19. August, Drehtag 39. Wir haben die letzten zwei Tage mit Megan Fox und Charlene Yee in einem Laden gedreht. Megan spielt Desi, eine Verkäuferin in Debbies Shop. Desi und Jody haben gerade Krach. Hallo. Hi. Und wie läuft's mit Jody heute? Jody. Oh, Jody ist meine neue beste Freundin. She's so great and weird and cute. We're like two peas in a pod. We're like twins. Und du bist ein Haufen Scheiße. Ja, sie liebt mich. Megan ist toll. Sie hat einen verdammt lustigen Humor. Echt witzig. I think she's warming to me. Like a little kitty cat. You like a little kitty cat, Jody? Desi hat viele männliche Kunden. Ich könnte ein paar Teile für sie anprobieren. Und sie sagen mir, ob sie ihrer Schwester gefallen würden oder nicht. Das wäre super. Dann gibt es eine Szene, bei der Debbie die Echtheit ihrer Brüste checkt durch Grabschen. Deine Brüste echt? Ja. Willst du sie anfassen? Ja. Ja, you do. Come on. Das war unangenehm, aber irgendwie auch nicht. Wow. Also das ist die Kleine, die bei euch arbeitet? Ja, das ist Desi. Sie arbeitet für Debbie? Sie sieht nett aus. Meine Frau würde durchdrehen, wenn ich so eine sexy Angestellte beschäftigen würde. Ja? Ja. Was denkst du, beobachten uns unsere Frauen? Oh, definitiv. Wie Pädophile. Megan glaubt sehr an Astrologie. Really into astrology. Was bist du für ein Sternzeichen? Waage. Oh Mann. Und das ist nicht gut. Nein. So Judd wrote a lot. Judd hat das ins Drehbuch aufgenommen. Sexuell sind wir beide total inkompatibel. Nein, das denke ich nicht. Ist ja, doch so, oder? Ist echt ein Jammer. Ja, nein, ich meine, schlimmer geht's gar nicht. Das könnt ihr nicht wissen. Heute baggern Jason und Chris Megan an. Was ist deins? Ich bin Krebs. Wow. Ein Krebs, der verschlossen ist, hat meistens einen riesigen Schwanz. Du bringst mich in Verlegenheit. Es ist lustig. Manchmal spürst du, dass die Schauspieler nach Hause wollen und genug haben. Aber sie hatten nichts dagegen, Megan stundenlang anzugraben. Ich glaube, der Dreh dauerte 4 Stunden. Es war so witzig. Wagen haben immer kleine Penisse. Keine Ahnung, das war so schräg. Vielleicht hattest du noch nicht den richtigen kleinen Penis. Meiner ist sehr agil. Es macht Spaß, den Leuten zu zeigen, wie witzig Megan ist. Es würde nicht funktionieren, weil du einen kleinen Penis hast, aber auch weil... Wenn deiner klein wäre. Wenn mein Penis klein wäre? Immer Ärger mit 40. Ab 14. März im Kino.